Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den DM Bio Adventskalender für dich. Der schaut so aus. Und wenn du mit mir zusammen erfahren möchtest, was sich in den 24 Boxen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und in diesem Video gibt es auch eine kleine, aber feine Verlosung. Erzähle ich dir aber gleich. Ich möchte erstmal wissen, was drin ist. Dieser Adventskalender ist ein Boxen-Adventskalender. Finde ich mega gut, weil dann kannst du es wiederverwenden und schmeißt ihn nicht weg. Also ich habe jetzt letztens hier mal ein bisschen aufgeräumt. Musste sein. Und habe säckeweise die ganzen Adventskalender leider wegtun müssen, weil ich damit nicht mehr was anfangen kann. Aber mit diesen Boxen-Adventskalendern kannst du super etwas wieder anfangen. Den vom letzten Jahr habe ich quasi mal umgebaut, um da halt einen Adventskalender für meinen Freund rauszubauen. Der geht dann schon am 17.11. los. Und ja, ich würde sagen, wir starten doch einfach mal. Die Boxen sind alle irgendwie unterschiedlich gestaltet. Du hast da jetzt nicht irgendwie ein großes, ganzes Bild drin, aber du kannst es nachher umdrehen und hast dann da ein Bild. Also ich bin wirklich gespannt, was dann am Ende da steht. Man kann sich das kaum denken, ne? Hier haben wir die Nummer 1. Als erstes ist hier in der 1 eine Karte drin. Das DM Bio-Team wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit und viel Freude mit unseren 24 kleinen Köstlichkeiten. Cool. Natürlich werde ich ja auch was probieren, ne? Denn es ist 6:30 abends ungefähr. Ja, und los geht's. So, wir haben hier als allererstes eine Kugel. Was bist du denn für eine Kugel? Eine Mandel-Nougat-Kugel mit Zart-Bitter-Schokolade. Zart-Bitter-Schokolade mag ich nicht so ultra gerne. Aber Mandel-Nougat, das kann was werden mit uns zwei Hübschen. So sieht die Kugel aus. Und mit einem Haps ist die im Mund. Oh, hart. Ja, viel Schokolade, wenig Nougat, wenig Mandel. Hm. Weiterhin hungrig geht es weiter mit der Nummer 2. Das kommt mit auf die Arbeit. Das ist die Nuss-Nougat-Creme. 40 Gramm sind da drin. Es ist tatsächlich in einem kleinen Gläschen. Ich liebe kleine Gläschen. Ich liebe es überhaupt, wenn Produkte in Glas ist, also drin ist, ne? Und hier haben wir halt die Nuss-Nougat-Creme. Mag ich sehr gerne. Die ist halt quasi der Tube zu Nutella. Ne? Und sowas auf der Arbeit ist immer ganz niedlich und sehr praktisch und ja, das ist dann quasi für eine Woche mein Brotaufstrich. Du kannst dir ja nachher das Bild daraus zusammenbauen. Blöd ist aber, dass du quasi nicht so Etagen drin hast, sodass dir der ganze Adventskalender dann immer wieder verrutscht und du das dann immer wieder reinfummeln musst. Das ist aber nicht schlimm. Nervt ist aber jetzt echt nicht schlimm. Ne? Also, ne? kein K.O.-Kriterium. Gemütlichkeit mit der Nummer 3. Und die ist schön groß. Da ist vielleicht Müsli drin oder so. Ich finde es super interessant, sich da durch das ganze Sortiment mal durchzuprobieren. Weil dann, keine Ahnung, wenn ich das nächste Mal im DM bin, dann nimmt man auch gerne einfach mal irgendwas mit, wenn man das jetzt schon mal im Adventskalender hat und ausprobiert hat. Und hier haben wir tatsächlich ein Schokomüsli ohne Rosinen. Das ist für manche ja sehr wichtig. Ja, hat ein weihnachtliches Design, ist aber wahrscheinlich ohne irgendeinen großen Weihnachtsgeschmack. Also jetzt nicht irgendwie mit Zimt oder so. Nee, kann ich hier auch nichts irgendwie drauf lesen. Das ist halt das ganz normale Schokomüsli. 75 Gramm sind da drin. Das heißt, es ist für mich ein Frühstück oder ein Mittagessen auf der Arbeit. Hier haben wir die Nummer 4. Da sind so Walnüsse drauf. Und vielleicht ist da auch etwas mit Walnuss drin. Klein und flach, kann ich mir vorstellen. Vielleicht so ein Riegel oder sowas. Ein Walnuss-Marzipan-Riegel, genau. 20 Gramm sind da drin. Falls du dich fragst, was ich auf meinen Augen trage, da habe ich die Disney Tiana Palette von Essence mal ausprobiert. Einfach mal so, ne? Mache ich manchmal, wenn ich Videos drehe, dass ich vorher mir eben kurz ein bisschen was auf die Augen pinsel. War die First Impression für mich und war echt gut. Also da kann ich dir empfehlen, wenn du so auf grüne Töne stehst. So sieht das Ding aus und ja, es wird weihnachtlich schmecken, weil Marzipan, ne? Mega lecker. Voll nach Walnuss. Mm. Die Nummer 5 ist so ein Geschenk. Ein Hafer-Crunchy-Knusper-Müsli. Auch wieder 75 Gramm. Auch wieder perfekt für mich auf der Arbeit. Ho, 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 sagt uns das Büchselein Nummer 6 zu Nikolaus. Ich muss sagen, bislang den Foodist-Adventskalender fand ich von der Optik her schöner und auch, dass halt auf den Sachen so richtig so Sprüche und sowas drauf waren, fand ich definitiv besser. Also wenn du auch einen etwas höherwertigeren Food-Adventskalender dir anschauen möchtest, dann schau dir den von Foodist an und ja, ne, weißt du Bescheid? Da habe ich, glaube ich, auch einen Gutscheincode, den kann ich dir hier mal einblenden und unten in der Infobox verlinken. Mmh, eine Winterschokolade mit Karamellcrisp. Nom, nom. 12 Gramm sind da drin. Gucken wir mal. Karamell und Crisp ist natürlich echt nice, ne? Das ist so ein richtig süßes Täfelchen.
Da kann ich eine Reihe von essen. Ja. Ich sehe schon die Karamellstückchen hier drin. Oh wow, das wird lecker. Lecker. Aber für ein Nikolausprodukt ganz schön mau, finde ich. Himmlisch fruchtig mit der Nummer 7. Ist da eine Marmelade drin oder so? So fruchtig? Oh nee. Oh, in so einem großen Ding, so ein kleines Ding. Okay, Himbeerkassiskugel in Vollmilchschokolade. Das finde ich dann schon mal besser, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht gerne Früchte mit Schokolade mag. Et voilà, die Kugel und auch die mit einem Haps ist sie im Mund. Mochte ich jetzt nicht ganz so gerne, muss ich gestehen. Aber ich bin halt auch nicht so der Jogurette-Fan oder so, ne? Die Nummer 8. Das ist aber bestimmt ein Gläschen, weil ich glaube, von der Größe und von der Schwere her könnte das passen. Ein Vielblütenhonig, blumig und süß. 50 Gramm sind hier drin. Auch das wieder ein Gläschen, auch das wieder ein Produkt, was ich gerne mit auf die Arbeit nehme für mein Frühstück. Ui, die Nummer 9 ist ganz schön klein und flach. Da ist bestimmt ein Riegel oder sowas drin, weil viel mehr passt da ja gar nicht rein. Feine Bitterschokolade mit Spekulatiusgewürz. Ja, wow, also das, boah, nee, das gönne ich mir jetzt nicht, weil mir das dann doch etwas zu winterlich ist, ne? Krass, nee, wir haben Oktober, Leute. In einer ähnlichen Größe präsentiert sich die Nummer 10 und hier steht nicht nur die 10 drauf, sondern auch würzig. Ist da vielleicht ein Tee oder sowas drin? Wobei, dafür ist es zu schwer. Mini-Elisen-Lebkuchen glasiert. Oh, lecker, ein Stück ist da drin, 12 Gramm. Ich gönne mir. Ja, glasiert, ne? Das sieht man. Hier unten drunter hast du eine Oblate. Oh, geil. Mit einem Haps sind die im Mund. Das war echt gut. Boah, richtig, richtig lecker. Mehr? Knusper, Knusper, Knäuschen mit der Nummer 11. Das ist auch wieder bestimmt wieder so eine Müsli-Geschichte oder so von der Größe. Ja. Zimt Crunchy Knuspermüsli, auch da wieder 75 Gramm drin. Oh, ja, definitiv ein Arbeit-Essen-Produkt. Halbzeit, 12 du Schnittchen. Da ist bestimmt auch wieder so ein Riegel oder so ein Kram drin. Lecker, eine Mandel-Honigschnitte, 20 Gramm sind da drin. Oh, Mandel und Honig ist super lecker. Kannst du auch im Oktober essen, finde ich. Ja, ne? Die sehen aus wie diese Fruchtschnitten, die wir auch so in den im Kinderbereich finden. Die kannst du so zweiteilen. Das heißt auch sehr schön zum Teilen, wenn deine Kinder das vielleicht sich teilen müssen. Oder du mit deinem Mann oder so. Ich gönn mir. Oh, lecker. Marzipan. Aber Marzipan ist ja Mandel und Honig, ne? Also von daher macht das durchaus Sinn. Ich muss mit niemandem teilen. Die Nummer 13. Bestimmt auch wieder so ein Riegel. Ja. Feine Bitterschokolade mit 70% Kakao. Ja, mag ich nicht so gerne. Würde ich mir jetzt nicht einfach so reinpfeifen. Nee. Das mag ich nicht so gerne. 12 Gramm sind da drin. Schneeflöckchen Weißröckchen mit der Nummer 14. Oh, schön. Marzipan-Schneebälle mit Zartbitterschokolade. Ja. Die gucken wir uns mal an. Zartbitterschokolade mag ich nicht so gerne, aber Marzipan ist ja sehr süß, also von daher passt das dann doch irgendwie zusammen. Ja, das sind wirklich Schneebälle, ne? Richtig cool. Ich glaube, vieles, was ich jetzt hier im Adventskalender habe, hatte ich letztes Jahr nicht drin. Und das Design ist auch sehr, sehr anders, ne? Also sehr, sehr anders ist gut, aber nicht so wie letztes Jahr. Ich gönne mir. Oh, süß von außen. Das ist nicht ganz so mein Fall, ne? 30 Gramm sind da drin. Ein bisschen zu bitter für mich. Nee. Die Nummer 15 hat hier Haselnüsse drauf. Ich mag voll gerne Haselnüsse. Vielleicht ist da irgendwas mit leckeren Haselnüssen drin. Auch schon wieder. So eine große Verpackung, so ein kleines Moped. Schade. Nougatkugel in Vollmilchschokolade. Ja, die bewahre ich für meinen Freund auf. Die darf er dann gerne essen, weil ich weiß, er liebt Nougat und er liebt so dieses ganze Gedöns, kriegt er. Blätterkrokant wäre das zweite gewesen. Genau, Nougat und Blätterkrokant, ja.
Das heißt, so ein bisschen teile ich den Kalender ja schon. Ich bin ja nicht so. Auf der Nummer 16 haben wir jetzt so eine Teetasse drauf abgebildet und es fühlt sich sehr leicht an. Da ist bestimmt Tee drin. Jo. Chai Latte. Ja, läuft. Ja. Das hast du jetzt immer öfters drin, ne? Ich muss mal Chai probieren. Ich mag nicht so gerne Chai. Weder vom Duft noch vom Geruch. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber das ist mir zu würzig, das ist mir zu krass. Aber ich probiere es mal aus. Es ist ja nur ein einziges Moped, 12 Gramm sind hier drin, wird getestet. Die Nummer 17 lässt jetzt nicht von außen vermuten, was drin sein könnte. Ach, wieder ein Mini-Elisen-Lebkuchen und der ist jetzt nicht glasiert, sondern schokoliert. Hier ist der Lebkuchen mit Schoko, mit einer Oblate und mit einem Haps ist er im Mund. Also der glasierte hat mir besser gefallen als der schokolierte. Du kannst übrigens in diesem Video diesen Adventskalender gewinnen, den hier. Was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Schreib mir einfach einen ganz lieben Kommentar und verwende den Nikolaus-Smiley. Die Nummer 18 ist wieder etwas größer, aber sie ist schwerer. Also da wird nicht nur so eine Kugel drin sein. Ich denke, dass da irgendwie mehr drin sein wird. Hoffe. Oh ja, eine Nusskernmischung. Lecker. 50 Gramm sind da drin. Walnusskerne, Haselnusskerne, Mandeln und Paranusskerne und Cashewkerne. Lecker. Die Nummer 19. Ist das ein Löffel? Ja. Da ist ein Löffel drauf. Und auf der anderen Seite ist ein Pinguin. Ich stehe auf Pinguine. So. Basis-Frühstücksbrei. Okay, deswegen der Löffel. 50 Gramm sind hier drin. Und das ist dann halt so eine Art Porridge, ne? Den kannst du dir entweder so mit kalter oder mit warmer Milch machen und hast dann so eine Art Porridge. Ist nämlich sehr pulverig da drin. Auch das was für die Arbeit tatsächlich. Ich frühstücke übrigens nicht zu Hause und deswegen nehme ich alles immer mit auf die Arbeit und frühstücke dann quasi da nebenbei. Ja. Cremige 20. Okay. Cremige 20. Oh ja. Also krass. Spekulatius, 40 Gramm. Als Creme, ach du ahnst es nicht, definitiv ein Weihnachtsprodukt, oder? Also ich weiß nicht, wie groß eure Liebe zu Spekulatius ist. Ich mag sehr, sehr gerne Spekulatius. Aber ob meine Liebe groß genug ist, um mir das aufs Butterbrot zu schmieren, puh, krass. Die Nummer 21. Und wie du siehst, das Bild im Hintergrund, es wächst und wächst. Das ist schon cool. Quinoa-Kugeln mit Karamell und Weihnachtsgewürzen. Ja, ich probiere trotzdem mal eins, oder? Auch wenn das jetzt ein bisschen heftig ist. Aber hey, komm. Ach, die sehen ja geil aus. Guck mal. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Oh, da ist Crunch drin. Und die schmecken richtig gut. Mm. Hier haben wir schon die Nummer 22. Auch wieder schön verpackt als Geschenk. Eine Trockenfruchtmischung. Okay. 40 Gramm sind da drin. Ja, das sind ganz, ganz klassisch so Cranberries, Maulbeeren, Goji-Beeren, Weinbeeren. Der Klassiker, ne? Sowas stelle ich mir auch auf die Arbeit und snack das da ganz einfach. Am Tag vor Weihnachten haben wir die Nummer 23, natürlich. Weihnachtsgranola Knuspermüsli, 75 Gramm sind enthalten. Und ja, ne? Auch das wieder etwas für die Arbeit. Es ist wenig dabei, was man dann so eben zwischendurch mal snacken kann. Das kam jetzt eigentlich eher so zur Mitte des Monats, dass da halt so Riegel und sowas drin waren. Jetzt zum Ende kommen nochmal die großen Produkte, die man dann quasi mit zur Arbeit nimmt oder morgens zum Frühstück isst oder abends zum Abendbrot isst oder so, wie auch immer. Ja, aber das ist ganz cool. Und ja, mit Lebkuchengewürzpulver. Alto Belli. Das ist sowas von Dezember-Frühstück. Wow. Die Nummer 24 ist ja mal ein Oschi, oder? Da steht es dann auch mal drauf. 24 kleine Leckereien, die haben wir jetzt ja quasi bekommen. Beziehungsweise das ist die 24. Und es ist riesengroß. Oh Gott. Ja, aber das ist auch einfach nur groß. Das war letztes Jahr tatsächlich auch schon drin. Spekulatius Doppelkeks mit Nougat-Creme. Beziehungsweise das hier ist jetzt eine Special Edition nur für den Advent wahrscheinlich von DM Bio. Ja. Auch das werde ich jetzt nicht essen. Es ist halt mit Spekulatius, dazwischen hast du eine schöne Nougat-Creme. Stelle ich mir richtig lecker vor. Jetzt steht da, lasst uns froh und munter sein. Und das finde ich ziemlich cool. Das ist schon sehr niedlich gestaltet. Ja, also cooler Kalender und auch interessante Produkte, die man jetzt neu kennenlernen kann. Das Rad wurde nicht komplett neu erfunden. Das heißt, viele Produkte haben sich wiederholt vom letzten Jahr. Finde ich aber nicht schlimm, weil das halt auch Produkte sind, die du ja benutzt, die du aufbrauchst und in dir drin verdaust.
quasi. Oder Ewigkeiten auf den Hüften mit dir rumträgst. Aber gut, ja. Ich fand's lecker, ich find's gut, ich werde ihn mir definitiv nächstes Jahr wiederholen und empfehle ihn dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Adventskalender von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!